Als ich klein war, also habe ich nicht mehr an den Weihnachtsmann geglaubt, aber ich habe an fliegende Rentiere geglaubt. Weihnachten ist das Fest der Liebe und der Geschenke. Der totale Wahnsinn, der Stresstag des Jahres. Voll schön. In einer Woche ist Weihnachten und wir wünschen euch eine fröhliche Weihnachtszeit. Ja, und was die YouTuber so an Weihnachten machen, wie sie das verbringen, das könnt ihr erzählen. Weihnachten war immer Enttäuschung. Mittlerweile nicht mehr. Weihnachten Schweiß. Ist... Hallo? Arbeit. Schweiß. Liebe. Und weniger Platz im Wohnzimmer. Meine Kindheitserinnerung an Weihnachten war immer, ich habe mir irgendwas gewünscht und es dann nicht bekommen. Wir sind immer zu meiner Oma rübergegangen, haben da als ganze Familie dann gegessen und gelacht. Und das kann ich mich immer erinnern. Also bei uns war auf jeden Fall das Zusammenkommen von der Großfamilie immer so der allerwichtigste Punkt an Weihnachten. Das war bei uns immer richtig krass. Was meinst du mit Großfamilie? Also halt einfach so Cousins, Cousinen, alle. Seit ich eine eigene Wohnung habe mit Teufeln zusammen, laden wir unsere Familie immer zu uns ein und machen so ein richtig schönes Weihnachtsessen. Es gab tatsächlich Rituale. Man musste irgendwie Gedichte vortragen oder singen. Und dann haben wir uns alle irgendwie am Tisch getroffen und Pute oder sowas gegessen. Oh, Taifuns Mama macht immer so richtig geil gefüllte Pute. Stehe ich nicht so drauf. Oh, die macht das so gut. Das Essen ist noch gar nicht so der Fokus. Bei uns ist aber ganz cool, dass das Wohnzimmer und dort, wo die Bescherung auch stattfindet, dass das keiner betreten darf. Also wir sehen weder den Weihnachtsbaum noch die Geschenke. Das ist immer ein Riesenvorhang. Das war für uns Kids. Also ich weiß noch damals, das war so der Raum, wo das Christkind kommt und erst zur Bescherung hast du das allererste Mal diesen Raum gesehen. Und das ist immer für die Kids und natürlich für mich auch heute noch eine ganz, ganz tolle Sache. Wir haben ja früher immer so ein Instrument gespielt. Ich habe zum Beispiel Gitarre gespielt. Mhm. Mein Bruder hat Klavier gespielt. Mhm. Der Vater auch. Mhm. Die Mutter hat gesungen. Mhm. Da haben wir so ein kleines so Gesang und Musik gemacht, bevor es die Geschenke gab. Sowas, das war so ein Ritual. Tito. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. And happy New Year. Yeah, yeah, yeah. Wish you a Merry Christmas. Wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year, yeah, yeah. Das war schön. Mhm. Nein, wir singen nicht an Weihnachten. Da bin ich auch recht froh drüber, weil ich glaube, meine ganze Familie ist nicht sehr begabt, was das Singen angeht. Einschließlich mir. Wenn ihr euch selbst ein Bild davon machen wollt, wie ich meine Engelsstimme einsetze, dann schaut am Freitag nochmal vorbei. Oh, Geschenke. Ich habe mir damals ein Nintendo gewünscht, ja? Ein Super NES. Was habe ich gekriegt? Master System 2 von Sega. Ich habe mir dann damals eine E-Gitarre gewünscht und meine Schwester hat sich ein Schlagzeug gewünscht, damit ich dann quasi irgendwie meine Band gründen kann und so. Das war heftig. Nice. Also ich beschenke alle. Von der jüngsten Person bis zur ältesten Person wird jeder beschenkt, weil ich nicht möchte, dass jemand ohne ein Geschenk nach Hause geht. Und dabei ist der Wert des Geschenkes absolut unwichtig. Kein Geschenk ist wirklich schlimm in dem Sinne, aber es gibt Geschenke, wo man denkt, die Person kennt mich überhaupt nicht oder die Person hat überhaupt keine Mühe in dieses Geschenk reingesteckt. Wenn man jemandem was schenkt und dann schenkt er es einem nächstes Jahr zurück, so, wer ist so dumm und macht sowas? Deswegen, also mir ist es noch nie passiert. Mir auch nicht, ja, zum Glück. Absolutes Nicht-Phänomen. Das übliche Weihnachtsfest ist ja so, da kommen ja alle Familien aus allen Ecken aus ja, Deutschland. Aber bei uns wird nicht gestritten. Ja, die sehen sich ja so selten und wenn sie sich dann mal sehen und... Dann denken sie, ich hasse den Onkel. Ja, vielleicht drücke ich jetzt meine Meinung. Bei uns ist das Verhältnis ein bisschen anders. Ja, also wir verstehen uns alle sehr, sehr gut. Eigentlich besorge ich Geschenke das ganze Jahr über. Oder manchmal sehe ich was und denke, oh, das ist was für die Person. Ich kaufe das jetzt und tue das in meine berühmte Geschenkekiste, in die keiner reingucken darf. Ich kaufe Geschenke meistens auch immer kurz vor knapp. Ich finde das aber überhaupt nicht stressig oder sowas. Dann hole ich das irgendwann wieder raus und manchmal, wenn ich dann auch Geburtstage vergesse oder sowas, dann habe ich zum Glück schon ein Geschenk da. Also natürlich habe ich an dich gedacht und hier, aus der Geschenkekiste, bitteschön für dich. Ja, theoretisch muss man noch kein Geld für die ausgeben, also man kann einfach auch schon das basteln. Aber mit diesen Bastelsachen, das ist immer so, man freut sich, also die anderen freuen sich so. Aber eigentlich freuen die sich nicht. Es gibt übrigens Bubbles auch auf Instagram. Und ist das nicht das schönste Geschenk von allen? Unser Weihnachtsbaum ist meistens immer sehr klein. Früher war er richtig groß und ging bis zur Decke, aber mittlerweile ist es nicht mehr so nötig und zu viel Aufwand, einen großen Weihnachtsbaum ins Wohnzimmer zu stellen. Deswegen ist er so ganz klein, dann mache ich den immer hübsch, eine Lichterkette drum und das war's dann auch schon. Ich bin auch so ein bisschen perfektionistisch, ich will niemanden an meinen Weihnachtsbaum ranlassen. Wir hatten auch noch echte Kerzen, da musste man dann aufpassen, dass wenn man die Kerzen dann daran gemacht hat, dass da drüber dann nicht irgendwie ein anderer Ast war oder sowas, der dann direkt abgefackelt ist. Da war mal kurz, dann ist meine Kerze runter, dann war direkt schon mal... Katze? Nee, eine Kerze ist runtergefallen so.
Also immer noch macht ihr Kerzen? Ja. Wow. Every day, every night. Ja, man wünscht sich ja so sehr, dass Weihnachten perfekt ist. Ich glaube, aus dem Grund, dass irgendwie so alle da sind, die einem wichtig sind und man einfach einen schönen Moment miteinander haben will, von denen man auch im Alltag dann irgendwie auch noch zehren kann. Weil im Alltag geht so Familie und so häufig auch mal ein bisschen unter. Und das ist so ein Grund, dass es einfach nur ein schöner gemeinsamer Tag sein soll. Und dafür soll dann eben auch alles perfekt sein. Geil. Bestes Weihnachten. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Weihnachtszeit und würde mich freuen, wenn ihr diesem Video als Geschenk einen Daumen nach oben da lässt. Und natürlich wünsche ich mir ein gesegnetes und frohes Weihnachtsfest, lieber mein Opa. Oder tun wir das? In der Tat. Super. Tschüss.